Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 30.05.2019, Vatertag! Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, dann schauen wir mal in den heutigen Itemshop rein. Und da haben wir die Basketball-Skins. Wir hatten eigentlich vorhin einen Stream angefangen, aber da ging ein bisschen in die Hose. Also mir war kein Ton mehr da. Keine Ahnung, was weiß ich, was da schon wieder schiefgegangen ist. So, also. Sorry dafür, für die Leute, die es eventuell live gesehen haben. Ohne Ton. Jetzt machen wir es halt nochmal. Korbleger. Jetzt kann man die Noten theoretisch vergleichen. Geht nicht mehr. So. 8 von 10 für 200 V-Bucks der Korbleger. Herr sofort. Sofort ist nicht mehr da. Okay, also dann gucken wir direkt ins Voting rein. Da haben wir hier ein Voting von 3,18 von 5 bei 11 Votes. Am 23. Mai 2019 ist erstmal drin gewesen. Jo. Jo, 11 Reminders. Nein, ein Reminder nur. Dann gehen wir zu der Ballkunst. Für 500 V-Bucks. Heute mal umgeschnitten. So. Mega geiles Teil. Hat der Herr sofort sich hier auch gegönnt. Für 500 V-Bucks 9 von 10. Das ist der Baller. Der Baller hat hier ein Voting von 4,3355 bei 3 Votes. Am 2. Januar 2018 ist erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem. 33 Reminder. Das letzte Mal im Shop. Vor 277 Tagen. Am 26. August 2018. Dann haben wir die magischen Schwingen für 1200 V-Bucks. Ja, sehen richtig cool aus. 8 von 10 für die magischen Schwingen. So, und das ist hier. Das sind die Magic Wings. Und die Magic Wings haben hier ein Voting von 4,21 von 5 bei 34 Votes. Am 16. November 2018 ist das erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem, 63 Reminders. Dann haben wir die glücklich. Die Lucky Picke finde ich total schlecht. Für 500 V-Bucks 2 von 10. Und das Teil hat hier ein Voting von 3 von 5 bei 23 Votes. Am 2. November 2017 schon. Das erste Mal drin gewesen. 27 Mal, seitdem 30 Reminders. Letzte Mal im Shop vor 23 Tagen am 7. Mai. Spitzname. Finde ich auch nicht so toll, das Ding. 5 von 10. Von hinten sieht er cool aus. Von vorne. Naja. So, 5 von 10, 1200 V-Bucks, das ist der Monika und er hat ein Voting von 2,8 von 5 bei 50 Votes. Am 13. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen, 10 Mal seitdem, 51 Reminders. Ja, das letzte Mal vor 77 Tagen im Shop, am 14. März 2019. Dann geht's weiter mit dem Wreck Raider oder dem Wrack Plünderer für 1500 V-Bucks. Wer will schon so auf der Map rumrennen? Keine Ahnung, ich will das nicht. Kriegt von mir nur 4 von 10, der Wreck Raider. Er hat hier ein Voting von 2,94 von 5 bei 31 Votes. Am 27. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 11 Mal, 17 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 26 Tagen am 4. Mai 2019. Jo, da haben wir hier den Slam Dunk. Die Picke. Ist richtig cool. Für 800 V-Bucks das Teil. Und Slam Dunk kriegt von mir 8 von 10. Oder sogar 9 von 10. So, hier haben wir ein Voting von 4,75 von 5 bei 4 Votes. Am 1. Juni 2018 ist erstmal drin gewesen. 4 Mal seitdem 11 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 324, fast ein Jahr ist es ja. 324 Tagen am 10. Juli 2018. So, dann haben wir dieses Korbzeit, diesen Gleiter. Und der ist richtig cool mit dem Sound. Für 1200 V-Bucks das Teil. Und jo, der kriegt von mir 9 von 10. Da ist schon eine falsche noch da drin. Das ist, wo ist es? Wo ist es? Das ist der Hangtime. Da ist er. 4,5 von 5 bei 4 Votes. Am 1. Juni 2018 ist erstmal drin gewesen. 5 Mal seitdem, 16 Reminders. Auch vor 324 Steinen. Aber wahrscheinlich das komplette Set drin. Dann haben wir diese Dreifachbedrohung hier. Ja, ich. Ja, also ich sag mal so, bei den ganzen Fußballskins und so weiter, da gibt es dann immer alle möglichen Styles. Hier gibt es nur einmal diesen Gliders. Und deswegen
finde ich 1200 V-Bucks für den ein bisschen überteuert. Deswegen kriegt er auch von mir nur 6 von 10. Triple Threat. Ist trotz allem hammerbeliebt, das Teil. 4,25 von 5 bei 48 Votes am 1. Juni 2018. Das erste Mal drin gewesen, 5 Mal seitdem 236 Spiel meines. Das letzte Mal im Shop vor 324 Tagen am 10. Juli. So, und dann kommen wir zum letzten. Das ist der Sprungwurf oder der Jump Shot. Der kriegt von mir 6 von 10. Auch hier finde ich ein bisschen schade, dass es eben keine anderen Styles dafür gibt. Für 1200 V-Bucks der Slam Dunk. Nein, das ist der Jump Shot. Und er hat hier ein Voting von 3,75 von 5 bei 12 Votes. Am 1. Juni 2018 ist er erstmal drin gewesen. Seitdem 5 Mal, 79 Reminders. Jo. Gucken wir mal ganz kurz hier unten rein. Das neue Voting. So. Und viele Hate-its. Und das geht auch relativ schnell jetzt hoch, so wie das aussieht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet sich mal ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich oder und dem Herrn sofort. Jo, macht's gut, bis dann und tschüss. Einen schönen Feiertag!